Also ich bin in Rotterdam, weil ich denke, weil mich Schiffe immer interessiert haben, weil sie mich fasziniert haben. Weil ich habe gerne in Hafenstädten gewohnt oder in der Nähe von Häfen, weil ich mir die gerne angeguckt habe. Die fahren langsam und man weiß nicht, wo sie herkommen und man weiß auch nicht, wo sie hinfahren. Das kann man nicht von Weitem sehen. Das kann man, wenn man sich ein bisschen auskennt inzwischen, kann man wahrscheinlich was dazu sagen, vielleicht auch eine gute Vermutung anstellen. Und ich habe halt gedacht, naja, man könnte ja mal so eine Reise organisieren, weil ich ein bisschen mehr verstehen will, was da dahinter steckt, zwischen diesen Reisen, die da gemacht werden auf den Schiffen. Und ja, das ist so das grundsätzliche Interesse. Und dann hat sich in der Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung als politische Stiftung, die auch was will, auch irgendwas strategisch überlegt, hat sich das ergeben, die arbeitsrechtlichen Fragen, also zu gucken, was passiert da genau, weil wir wollen ja ganz gerne wissen, mich interessiert es auch, zu wissen, was ist mit der Logistik, was ist mit dem Transport und dem Verkehr, ist das ein politisches Feld, was man beackern sollte oder nicht. Also interessant in Berlin fand ich die Geschichte mit den Turbinen, faszinierend, dass es überhaupt 500 Tonnen schwere Turbinen gibt, die da transportiert werden mit diesem 1000-Füßler, mit diesem Spezialschubleichter und so weiter. Das fand ich sehr interessant. Und was ich auch interessant oder bemerkenswert fand, auch nicht nur im positiven Sinn, ist, wie sehr Verdi auch die Leute bei Behala alleine lässt. Also die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft in Deutschland, die ja schon eine der Linkeren ist und versucht auch progressive Antworten zu finden auf aktuelle Krisen und aktuelle Fragen auch, nicht nur Krisen, sondern aktuelle Fragen zur Arbeit. Das fand ich enttäuschend, dass denn der Betrieb wahrscheinlich einfach zu klein war, um sich um die zu kümmern. Geil war natürlich daran, dass die das selber geregelt haben und es alleine geschafft haben, ohne Verdi, dass wenigstens die Leiharbeiter genauso viel Kohle kriegen wie sie. Was ich in Duisburg interessant fand, ist auch ein bisschen die Frage mit Verdi, dass dort bei den Leuten, die da zuständig sind, dass scheinbar da eine Unklarheit herrscht. Eine Unklarheit darüber, wie viele Betriebe da sind. Eine Unklarheit darüber, wie hoch der Organisationsgrad ist. Rotterdam! Und was ich noch sagen, was mir noch aufgefallen ist, dieser Vergleich, den der Jörn Böwe gemacht hat, dass es eigentlich so ist beim Containerumschlag, dass der Hafen in Duisburg, der größte Binnenhafen in Europa, dass der vergleichbar ist mit dem Hamburger Seehafen, der wahrscheinlich der drittgrößte Hafen in Europa überhaupt ist, als Seehafen. Und das fand ich abgefahren, dass so ein Inlandhafen so groß sein kann und so eine wichtige Bedeutung haben kann, ja, als Binnenhafen. Und in Rotterdam, was ich erwarte, schönes Wetter auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt auf die Containerterminals oder auf die Terminals, die wir besuchen. Die Maasvlakte 2 ist ja eins der Konkurrenzmonster. Die können konkurrieren weltweit. Die sind super wichtig geworden wahrscheinlich, weil die dort so einen Tiefseehafen haben. Die müssen gar nicht mehr hier reinfahren. Wir hatten ja früher hier 40, 50 Kilometer Kaianlagen in Rotterdam. Und jetzt fahren die einfach in Richtung Rotterdam an der Küste. Dort werden die abgefertigt, alles automatisch. Und dann verpissen sich die Schiffe wieder, damit das so schnell wie möglich geht. Und dann gibt es diese ganzen Inlandverbindungen per Zug, per Schiff, per Straße, was weiß ich, trimodal. Und da bin ich gespannt, die Maßflakte zu sehen und natürlich auch die ITF-Leute. Und wenn wir es irgendwie schaffen, über diese Arbeits- und Statistik- und Streikfragen hinauszugehen, würde es mich einfach interessieren, von denen ein bisschen was zu hören zu den Seeleuten, wie es den Seeleuten geht. Weil das ist weiterhin in gewisser Weise das Faszinosum, aber auch das offene Ding, sich vorzustellen, dass man 6 Monate lang auf so einem Schiff ist und am Horizont nichts sieht außer blaue Fläche. Diese Vorstellung. Und dass man nirgendwo hin kann und damit leben muss und das vielleicht auch schön findet, das ist immer noch das, was ich am allerwichtigsten finde, diese emotionale, auch philosophische Frage. Ja.